Herzlich willkommen, meine lieben Freunde, hier auf dem Videospielplatz. Ich bin Joe, das ist der Retro Gaming Panda und wir haben für euch die Gameboy-Spiele des Jahres 1993? 93, genau. 93. Guter Jahrgang. Es sind auf jeden Fall einige gute Kracher dabei. Auch ähnlich wie hier bei meinem Super Nintendo Video habe ich ja so einen kleinen Jahresüberblick zusammengeschnitten aus Spielszenen, aber mir mal die Kommentare verkniffen, weil es einfach so viele Spiele sind. Und genau das holen wir hier wieder nach, auf jeden Fall. Bist du bereit? Dafür bin ich ja da, um mit dem Panda den Kram zu kommentieren. Genauso sieht's aus. Und ich würde sagen, fahr ab. Wir haben beste so Intro auf YouTube. Wunderschönes Intro. Hervorragend. Hast du ja quasi auch handgeklöppelt, ne? Ja, mit dem Mund. So ja. Jeden Pixel einzeln gemacht. Ist klar. 4-in-1 Funpack Volume 2. Das sieht ja spaßig aus, hör mal. Ja, Kartenspiel halt, ne? Das was gab's ja früher oft, aber... Auch kein Mensch. Ich hab's nicht gedacht, ehrlich gesagt, beim Spiel. Es sollte eigentlich Solitär sein, aber irgendwie war es komisch. Hätte ich jetzt auch gedacht. Aber wahrscheinlich haben die da noch Skat und Doppelkopf und Poker dabei oder so, ne? Naja. Halt eine typische Kartenversoftung, sage ich mal. Ey, aber immerhin ist das ein Spiel, das gleichzeitig Soundeffekte und Musik hat. Nicht hier, verkehrt, ne? Puxley's, ja, es gibt ja Spiele, da muss man auswählen. Dann gibt's auch noch Spiele, die haben gar nichts. Ey, hat ja jetzt auch keine Musik. Optisch ja ganz nett. Puxley sieht doch echt aus wie so ein kleiner Bastard, ne? Er hat so einen fiesen Gesichtsausdruck. Wollte ich gerade sagen, hat irgendwas mit der Addams Family, bin ich leider in dieser Lore nicht so tief verankert. Wie er ist der Sohn, also der ist ein kleiner Bastard, aber er sieht ja halt auch aus wie ein kleiner Bastard. Sicher. Aber dass das Spiel halt keine Musik beinhaltet, macht das Ganze irgendwie schwer langweilig, finde ich. Ist okay, könnte aber besser sein. Das gefällt mir schon besser. Ja, Adventure Island ist natürlich ein Klassiker-Serie, sage ich mal, von damals. Wo gefühlt aber jeder Teil gleich aussieht. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie ist alles das gleiche. Das Lustige ist ja, Adventure Island und das, was wir heute als Wonder Boy kennen, hat ja beides als Wonder Boy gestartet. Die Serie ist ja dann quasi auf dem TurboGrafx 16 als Wonder Boy weitergelaufen und auf anderen Systemen ist dann da irgendwie der dritte Teil oder so war dann auf einmal Adventure Island. Und ja. Wonder Boy ist dann hinterher was ganz anderes geworden. Also das ist auch einzigartig. Ich kenne keine andere Spieleserie, die Ähnliches hat. Ja, die wurde auch irgendwie versoffelt und lizenziert ohne Ende irgendwie. Ja. Die wurde richtig ausgeschlachtet, die Marke auf jeden Fall. Aber Wonder Boy zumindest ist auch echt geil. Aber Adventure Island ist auch nicht schlecht. Ja. Ich glaube, von Alfred Chicken habe ich jetzt noch nicht so wahnsinnig viel Gutes gehört. Aber es sieht ganz nett aus. Ist die Umsetzung von einem Amiga-Spiel, glaube ich. Sieht man auch so ein bisschen. Ist okay, gibt aber wesentlich Besseres. Was ist das denn? Das Alien 3. Und warum sieht der andere Typ da genauso aus wie das, was man selber spielt? Gameboy-Grafik. Ich finde, das sieht eher aus wie Robocop. So ein bisschen aus isometrischer Sicht. Du erkundest halt diese ganze Anlage, bekämpfst Aliens. Das ist eigentlich ganz in Ordnung für einen Gameboy auf jeden Fall. Mich irritiert, dass die alle gleich aussehen. Und ich finde, der sieht aus wie Robocop. So ein bisschen schon. Also menschlich sieht es nicht gerade aus, ne? Asterix. Super Spiel. Ja, finde ich toll. So Eindruck so ein bisschen sehr stark an Super Mario Land in den ersten Teil orientiert, finde ich so vom Grafikstil und so weiter. Ist aber wirklich guter Plattformer. Ja. Asterix, der erste Asterix-Teil für Game Boy ist tatsächlich mein Lieblings-Asterix-Spiel, weil das nicht unfair schwer ist an so vielen Stellen wie die Super Nintendo-Teile. Da finde ich auch Asterix besser als Asterix und Obelix, aber auch das hat ja echt ein paar unfaire Sprungpassagen und fiese Stellen. Ja. Und das habe ich tatsächlich nie gespielt, obwohl ich großer Fan der Serie war. Ich habe aber erst vor ein paar Jahren tatsächlich mitgekriegt, dass es zu der Batman Animated Serie aus den 90ern auch ein Gameboy-Spiel gab. Ja. Optisch glaube ich gar nicht mal schlecht. Und die Musik. Gespielt, da hat es einen ganz okayen Eindruck gemacht. Jetzt nicht super duper, aber war ganz okay eigentlich. Optisch ganz gut, finde ich. Also Sprite finde ich cool. Und ich finde die Musik geil, weil das ist nämlich die Titelmelodie aus der Cartoon-Serie. Die ist geil. Ah, also passt auf jeden Fall atmosphärisch. Ja. Battle of Olympus kenne ich vom NES. Das ist ja quasi Zelda 2. Ja, also da war ich sehr überrascht, dass es da eine Gameboy-Version gibt. Das wusste ich auch nicht. Ging irgendwie komplett an mir vorbei, da ich schon auf den NES mal so, weil das haben viele bisher in meinen Kommentaren immer wieder empfohlen. Da werde ich auf jeden Fall mal irgendwann mal die Gameboy-Version nachholen. Das sieht auch ganz nett aus hier. Die Animation mit dem Schild und so. Ja. Relativ große Sprites, nette Musik, deutscher Bildschirmtext. Wollte ich gerade sagen, was willst du mehr, ne? Ja. Ah, oh, je.
Ja, also ich mag ja die Battletoads und über Double Dragon haben wir im letzten Super Nintendo Video ja schon kurz gesprochen und Battletoads vs. Double Dragon verstehe ich überhaupt nicht, was das soll. Das finde ich total kacke. Das hätte so geil werden können. Ja. Also ich habe die Gameboy-Version jetzt nicht gespielt, ich kenne aber die Super Nintendo-Variante und die finde ich nicht gut. Die finde ich wirklich nicht gut. Ja. Vor allem ist das grafisch ein absoluter Rückschritt zu Battletoads in Battlemaniacs auf dem Super Nintendo. Eben, das kommt jetzt gleich, das nehme ich im Ragnarok World. Ja, das ist ja quasi die Umsetzung vom Super Nintendo. Das sieht noch viel geiler aus, oder? Ja. Mucke ist geil. Ich finde, die Figuren könnten sich hier etwas besser vom Hintergrund abzeichnen, aber das mag jetzt auch nur so erscheinen, weil ich das halt hier in relativ groß habe und in schwarz-weiß. Ja gut, aber auf dem Gameboy ist die Sicht da theoretisch ja noch schlechter. Also ja gut, ein kleiner weißer Rahmen drumherum wäre, glaube ich, gar nicht so verkehrt gewesen. Ich zock das meiste von dem Zeug hier immer auf dem Super Gameboy. Da sieht das ja noch mal ein bisschen anders aus. Blues Brothers. Das Einzige, was das Spiel Positives hat, ist die Musik. Die ist cool. Aber ansonsten finde ich das echt kacke. Das wäre auch für mich mal ein Kandidat für eine Retro Panda quält sich Serie. Es spielt sich einfach grottig. Ja. Aber die Mucke ist geil. Die haben sie gut umgesetzt, ja. Also es wäre ja auch echt eine Schande, wenn gerade in einem Blues Brothers Spiel die Musik scheiße wäre, ne? Das wäre dann Todsünde hoch 30. Das Spiel ist auch nicht so geil beim Anspielen gewesen. Aber es sieht besser aus als die Super Nintendo Variante. Seltsam, muss ich sagen. Aber es sieht besser aus als die Super Nintendo-Variante, finde ich. Ja gut, ist auch nicht schwer. Nee, das stimmt. Gehört jetzt nicht zu den Top-Titeln. Musik klingt, geht so. Ja, aber zu dem Spiel. Aber, ich kann zu dem Spiel selber kann ich halt auch gar nichts sagen. Habe ich nie gespielt. Das habe ich allerdings gespielt und habe das Spiel zuerst auch überhaupt nicht verstanden. Aber ich finde es niedlich. Genau, man muss die reinbabbeln und dann muss man. Die fand ich eigentlich ganz gut umgesetzt. Man muss die einsaugen und dann. Nee, gar nicht, mal in so eine Blase einhüllen und dann von unten dagegen springen, damit die platzen und dann kommt man ins nächste Level. Ich habe bestimmt eine halbe Stunde gebraucht, bis ich das Spielprinzip irgendwann mal gecheckt hatte. Aber das Sprite-Work finde ich echt niedlich, die kleinen Drachen, die sind süß. Ja. Sowas. Ist gut umgesetzt worden auf jeden Fall. Ja, Super Peng hatten wir ja im Super Nintendo schon. Das ist ja quasi das Gleiche. Das muss so. Verwirrend irgendwie. Wie kann das als Spiel released werden? Ich raff's nicht. Das wird wahrscheinlich wie so ein Japan-Ding sein oder ähnliches. Aber. Vor allem auf dem Super Nintendo heißt es Super Pang und hier heißt es Buster Brothers oder was? Ja. Keine Ahnung, warum Namen. Vielleicht gibt's da eine längere Geschichte hinterher, warum das jetzt so populär war. Also mir ist es auch damals nirgendwo untergekommen, ehrlich gesagt. Kommt ein posttraumatisches Stresssyndrom echt wieder hoch. Wir sagen mal nichts dazu, oder? War es früher auch so? So Simpsons-Spiele hatte ich keinen, aber habe ich mir von Kumpels ausgeliehen und jedes Mal so, Simpsons sind geil, muss geil sein. Ist und dann nicht. War das so ein Scheiß. Ist es nicht, ist echt nicht geil. Nicht mal ansatzweise. Allerdings habe ich das Gefühl, dass das auf deinem Emulator hier langsamer läuft, als es normalerweise laufen müsste. Ja, habe ich auch. Ich habe es natürlich alles mit dem Emulator aufgenommen. Das heißt, in Dubio, falls es ruckelig läuft, mal den Emulator sagen. Das war so eine Art Schachspiel. Ich war das sieht etwas auch verwirrt. Komisch aus, ja. Quasi so eine Art Action-Chess. Und mit wenn Schweinen, die, Löwen und Skorpionen. Wenn du da quasi begegnen, hast du halt so eine Art Routen-Battle. Ja. Battle-Chess! Kombination. Kann man haben, muss man nicht. Da muss man auch hier mit Würfeln und alles. Also so 100% verstanden habe ich es ehrlich gesagt beim Anspielen nicht. Ach. Chuck Rock ist auch so eine Spielreihe, die ja relativ bekannt ist in manchen Kreisen. Aber boah, ich finde, das sieht fürchterlich aus. Ja, hat sich auch nicht gut gespielt, ehrlich gesagt. Also der Angriff, der machst du ja mit deinem Bauch so. Auf dem Super Nintendo erkennt man den ja ganz gut. Scheiße. Ich finde, er sieht aus wie eine fette Ente. Ja, na gut, das soll halt so ein Neandertaler sein, so die typischen... Ja, das ist quasi sein vorstehendes Kinn hier unten, aber ich finde, der sieht eher aus wie eine fette Version von Donald Duck. Oh, Stallone! Cliffhanger. Das ist Stallone, ich erkenne ihn, sofort. 1:1, habe ich auch gesagt, als ich gestartet habe, auch hier das Charakterporträt unten links. Ja. 1:1. Ah, ich dachte, das wäre irgendwie, keine Ahnung, ein Fossil oder sowas. Und das da rechts ist seine Hand. 1, 2, 3, 4. Es sieht aus, als hätte sie 5 Finger und einen Daumen. Stimmt.
Und vor allem, was ist das für eine Umgebung, dass die ganzen Vögel und alles dich angreifen? Dabei bist du ja nur du bist vom halt Berg auf einer, runter. Ich wollte gerade sagen, du bist ja auf so einem Berg. Das hast du auch mal in der Quälzig-Folge gespielt, glaube ich. Das ist auch irgendwie nicht so prall und das Hüpfgeräusch finde ich total lästig. Cool Word, das basiert ja auf so einem Zeichentrickfilm. Auf so einem erwachsenen Zeichentrickfilm, also kein Porno oder sowas. Aber mit etwas so erwachseneren Themen. Gerade als Zielgruppe Kinder, sagen wir es mal so. Und das Spiel ist so komplett anders dazu. Irgendwie. Wenn du das Cover ansiehst, hast du sowieso so Zeichentrick-Halb bekleidete Dame auf und so weiter. Und dann machst du das an. Das ist alles sehr wunderbar. Get dangerous! Ja, Darkwing Duck für Game Boy haben wir natürlich auch in unserer Sammlung. Aber das ist jetzt nicht eins der leichteren Spiele, ne? Nee, also man merkt es natürlich krass von Mega Man inspiriert, sage ich mal. Das ist ja von selben Machern. Es ist quasi fast so eine Art Mega Man mit einem anderen Grafikset drauf. Ja. Aber hey, warum nicht? Ist cool. Ist auf jeden Fall cool. Die Musik ist cool, die Optik ist cool. Oh, DuckTales 2. Schön. Damals wusste ich gar nicht, dass es einen zweiten Teil gibt, aber der erste Teil habe ich hoch und runter gespielt. Der zweite Teil ist mal im Prinzip dasselbe, ohne das jetzt großartig weiterzuentwickeln. Ich wollte gerade sagen, aber da ist nichts Neues drin, außer anderen Levels. Ich glaube, DuckTales 2 gab es auch nur für den Game Boy, nicht fürs NES, wenn ich mich nicht ganz schwer täusche. Ich bin mir. Nee, es stimmt, es gab es auch für den NES, aber da ist es noch seltener. Deswegen, wenn du es jetzt physisch kaufen willst, hol dir die Game Boy-Version mal, die wesentlich günstiger ist als die NES-Version. Hier, das ist das Spiel, wo meine Frau meinte: Ah, das hatte ich als Kind. Und ich sagte: Nee, Schatz, ich glaube, du hattest F1 Race. Nein, genau das war das. Und dann habe ich den Game Boy mit F1 Race rausgeholt und so. Bist du sicher? Nein, du hast recht, es ist doch F1 Race gewesen. Aber diese. Sieht halt 1:1 wie F1 Race. Alle gleich aus, ne? Auf den ersten Blick irgendwie. Ja. Aber hat ein ganz gutes Geschwindigkeitsgefühl, dadurch, dass der Rasen an der Seite so schnell vorbeiflackert irgendwie. Das machen sie ganz gut, also sah ordentlich aus. Boah, das sind ja so Spiele, die haben keine Daseinsberechtigung auf dem Game Boy, ne? Was soll das? Simulation auf den Game Boy, Alter. Was soll das? Ich meine, wenn du die technischen Limitationen dir anschaust, ist es, glaube ich, ganz okay umgesetzt worden. Aber das macht doch keinen Spaß. Es gibt halt keinen Grund, sowas heute so noch zu spielen. Ich fand, da gab auch damals keinen Grund, sowas zu spielen. Ich hatte Top Gun hatte ich als auf dem Gameboy. Das habe ich immer wieder probiert, aber irgendwie... Nee. Felix the Cat gehört, glaube ich, auch zu den als Hidden Gem bezeichneten Titeln auf dem Gameboy. Ist, glaube ich, auch nicht so ganz häufig zu finden. Ich weiß jetzt nicht, ob es einfach... Ich weiß jetzt nicht, ob es eins von den teureren Spielen... Ja gut, dass du das nicht kannst, sieht man ja hier. Aber ich glaube, dass... Ich hätte beim Schneiden besser aufpassen sollen und die Szenen, wo ich nicht ganz so oft nehmen soll. Aber ich glaube, das ist in Sammlerkreisen, wird das gerne genommen. Was ist das denn? Das ist so eine Art Lost Vikings für Arme. Du hast so zwei Typen da. Hier eine dicken, der kann nicht springen. Eine große, der ist etwas agiler. Kannst du immer hin und her wechseln und Rätsel lösen. Ist aber irgendwie komisch, muss ich sagen. So ganz warm bin ich damit nicht geworden. Sieht ein bisschen aus wie Pinky und Brain für Arme. Ja, nur mit Rätseln halt, ne? Also ich meine die Figuren. Ich find's lustig, dass sein Arm irgendwie doppelt so lang ist in dem Moment, wo er eine Kiste hochnimmt. Ja, das ist, glaube ich, eine Umsetzung von dem Super Nintendo-Teil, abgesehen davon, dass er bei Adventure Island die Wurfäxte geklaut hat. Optisch auf jeden Fall nett, die Musik finde ich auch ganz okay. Aber die Simpsons, die Flintstones-Spiele, die sind ja auch so 50-50, ob die okay sind oder wobei nicht. Wobei hier, es hat eine komische Mechanik, weil mit den Äxten wirfst du und damit betäubst du diese Gegner und die benutzt du dann als Sprungplattform. Das ist irgendwie fummelig, ich weiß, ich bin dann mit der Mechanik nicht warm geworden. Frankie, Joe und Dirk on the Tiles. Ja, Schiebepuzzle. Hey. Was soll ich dazu sagen? Braucht kein Mensch. Next! Ja. Das ist muss man, glaube ich, nichts zu sagen. Aber sind das Joe und Mac? Das ist das Bild, was ich da zusammen... Unsicher. Doch, ich könnte so von sein, den Haaren her sieht das ein bisschen aus wie Joe, ne? Ja. Ich habe es, glaube ich, nicht gelöst. Ich habe so 30 Sekunden angespielt, dass ich die Aufnahme hatte und das war's dann. Kann ich verstehen. So viel Spaß hat es jetzt auch nicht gemacht. Garfield! Das ist auch wieder so ein Spiel, was da überall anders heißt. Ich glaube, in Amerika ist es Ghostbusters und in den USA wieder anders. Das ist hier wieder so ein Spiel, wo jedes Land eine andere Skin kriegt, oder Franchise draufgeklatscht wurde, je nach Region. Okay. Das habe ich auch noch nie gesehen und ich finde, er sieht nicht aus wie Garfield, sondern eher wie Heathcliff. Kennst du Heathcliff? Ja?
Ja, so ein bisschen. Heathcliff fand ich auch damals cooler als Garfield. Also wer Heathcliff nicht kennt, das ist auch eine Cartoonserie mit einem orangen Kater, der irgendwie mehr oder weniger in einer recht guten Gegend wohnt, aber eigentlich voll der Straßenkater ist, der sich ständig prügelt und so. Heathcliff ist cool. Der hat immer irgendwie den Nachbarsköter vermöbelt. Stimmt, das glaube ich. Der war nicht faul, der war eher so fies. Ne? Also, ja, war so ein kleines Arschloch. Ja, das Spiel habe ich nicht gerafft übrigens. Da muss man irgendwie Sachen da in Bewegung setzen und hin und her verschieben. Aber wie man sieht, ich habe es nicht gerafft. Sieht auch todspannend aus. Das passiert auch. Wow. Ja, Fußball. Mies umgesetzt. Immerhin blinkt man. Ja, no comment. Ja, selbst die Musik ist langweilig. Und das ruckelt so beim Scrollen. Ich finde das sehr schwer anzuschauen. Ja, aber wenn man spielt, dann geht's eigentlich. Na gut, ich finde das ja lustig, dass der immer in diese Oberwelt sucht. Oh, wie die Mädchen alle machen. So. Ja. Hammer and Harry gehört auf jeden Fall zu den Hidden Gems quasi und ist, glaube ich, auch eins von den begehrteren, teureren Spielen. Ja, soll ganz okay sein. Macht aber sehr viel Spaß auf jeden Fall. Ja. Gibt es, glaube ich, auch eine NES oder eine Super Nintendo? Nee, ich glaube, eine NES-Version gibt es davon auch. Okay. Musik ist auch sehr japanisch. Sprite Work geht aber voll in Ordnung. Ja. Großes Sprite, alles läuft einigermaßen flüssig. Fette Keule. Ja, sieht nett aus. The Humans. Das gibt's auch für Super Nintendo, ne? Das ist so eine Art Lemmings-Aufbau, anstatt sie alle zu retten Version. So ungefähr, genau. Auch da muss man natürlich auch so ein bisschen die Rollen verteilen und so weiter. Ja. Ich habe einen Fehler entdeckt. Von Lemmings inspiriert. Da oben, der hat keinen Bauchnabel. Unten in der Auswahl hat er aber einen Bauchnabel. Schreib mal an den Entwickler. Mal als Beschwerde. Sofort ich hätte da gerne einen Patch für. Dennis the Man. Nee, gar nicht wahr. The Jetsons. Ich fand, er sieht aber aus wie Dennis. Aber es ist Elroy. Elroy Jetson. Ja. Aber ganz ehrlich, Jetson, das fand ich schon damals irgendwie lahm. Ich weiß nicht, diese ganzen Hanna-Barbera Zeichentrickfilme, da war ich nie großer Fan von, weil man damals schon gemerkt hat, dass es schon etwas altbacken ist, finde ich. Ich fand die Jetsons aber cooler als die Flintstones und ich dachte, konnte ja schon lesen, aber noch kein Englisch und deswegen dachte ich, sie heißen die Jetsons. Und hab dann irgendwann Jahre später erst gecheckt, nein, warte mal, Jetsons, das schreibt man noch, habe ich vorher nicht gecheckt. Ja, hier, Joe und Mac, super. Zumindest auf Super Nintendo. Auf Gameboy macht es durchaus einen vernünftigen Eindruck. Ja, auf Super Nintendo richtig geil. Auf Gameboy wahrscheinlich nicht wahnsinnig viel schlechter. Mein Lieblings-Caveman-Spiel. Also ich bin ja großer Freund von Höhlenmenschen. Finde ich super. Und Joe und Mac, wir haben ja in der Super Nintendo-Episode schon drüber gesprochen. Man muss einfach sympathisieren mit zwei Jungs, die losziehen, um die Chicks aus dem Dorf wieder zurückzuholen. Eben. Weil die sonst auf dem Trockenen sitzen. Das muss man nachvollziehen können. Also ich habe da großes Verständnis. Wollte ich gerade sagen, also wenn es einen Grund gibt, dann noch sowas, oder nicht? So, das hier macht optisch einen ganz okayen Eindruck, allerdings sieht das nicht so aus. Sieht, ich kam nicht mehr klar. Ja, sieht jetzt nicht so aus, als ob das den mega Spaß macht. Nee. Der Ball bewegt sich auch teilweise echt lahm. Ich weiß auch nicht wieso. Oha, Jurassic Park für Game Boy. Ist durchaus gar nicht so verkehrt. Weil mit einer Bazooka auf. Dino auf Spatzen schießen. Ne? Ich kenne nur die Super Nintendo-Variante, wo ich nie weit gekommen bin. Und das Spiel wird ja bis heute kritisiert dafür, dass es weder eine Passwort- noch eine Save-Funktion gibt, man das quasi am Stück durchspielen muss. Und man hat, glaube ich, nur ein Leben. Und wenn man stirbt, muss man wieder von vorne anfangen. Und das ist ja kein wirklich kurzes Spiel. Und das ist echt schade. Ja, finde ich auch schade. Gibt es da wieder so einen Cheat dazu? Weißt du das? Manchmal gibt es da so einen Level-Auswahl-Cheat oder irgend sowas. Kid Dracula! Super Spiel, auf dem NES hier nicht erschienen, als Gameboy schon. Ist ein super sympathisches Ding irgendwie. Ja, das ist cool. Das haben wir auch für Gameboy. Das habe ich meiner Frau vor ein oder zwei Jahren zu Weihnachten geschenkt, glaube ich. Und sie hat sich sehr gefreut. Und wir haben das auch schon häufig gespielt. Es ist wirklich niedlich. Es gehört zur Castlevania-Reihe. Und das ist quasi Alucards kleiner Bruder. Ja. Allerdings als Modul nicht ganz billig. Ich glaube, so um 30 Euro muss man auf jeden Fall mitrechnen. Ist ja für Gameboy schon der teurere Bereich. Eben. Ja, das hier habe ich mal mit meiner Frau in einem Video gespielt. Ich bin völlig ausgerastet, weil ich überhaupt nicht klargekommen bin. Das ist eins der schlechtesten. Man sieht mich auch.
Ja, also ich habe ja einige Flipper-Spiele für den Gameboy gespielt, allen voran Revenge of the Gator, Ja. was ich auch echt gut finde, aber das hier finde ich, ach, keine Ahnung. Wobei es eigentlich ganz interessant ist, weil es auch so Bosskämpfe hat und so weiter später. Ja, Das ist ja nicht aber. ganz so simpel wie Revenge of the Gator, aber ich bin halt nicht so der Pinball-Heini, deswegen. Nee. Boah, das hier finde ich allerdings richtig übel. Ja, das war auch, hat ganz Spaß gemacht. So sau langweilig, diese typische, natürlich, ne, F1-Race an sich, nenne ich es mal, ohne. Irgendwie haben sie das Geschwindigkeitsgefühl trotzdem nicht ganz hinbekommen. Ich weiß gar nicht, wieso, ehrlich gesagt. Ich finde, das geht noch, aber ich finde dieses dauernde Brummen vom Motor, das finde ich sehr irritierend. Na gut, wie willst du ein Motorengeräusch auch auf den Gameboy irgendwie darstellen, ne? Dann Das gib mir lieber kann nur irgendeinen scheitern. dudelnden Soundtrack mit irgendeinem Musikstück oder so, den du da drüber Ja. legst. Das Das für hat sich Gameboy scheiße genauso gesteuert. scheiße wie für Super Nintendo wahrscheinlich. Das gehört ja beim Super Nintendo mit zu den absoluten Lizenzgurken. Aber die Ja. Musik finde ich ganz cool. Das ja, aber Die geht okay. mein, die Ideen an sich sind ja gar nicht so verkehrt. Zum Beispiel, du sammelst deinen Feuerlöscher ein und musst erstmal das Feuer machen, aber ausmachen, aber Aber immer hier sind die siehst du ja Tempo schon, was natürlich unfair ist. Du schlägst den seltsam. Gegner und der blinkt nur einmal, der Gegner schlägt Ja. dich und du fliegst 2 Meter zurück. Das, Eben. Ah, da haben Ja, wir allerdings. Lemmings. Das hatten Auf wir auch den in der Super Gameboy Nintendo-Folge schon, ne? überraschend gut steuerbar, muss ich Ja. sagen. Und der Bildschirm ist wahrscheinlich auch einfach vom Ausschnitt her kleiner als als in den anderen Versionen. Und ich glaube, es läuft auch ein bisschen langsamer. Also es sind keine 60 Frames, wie man hier sieht, sondern vielleicht Nicht 5 gerade. oder 10. Aber das muss das Spiel ja auch nicht haben. Nee, aber also wenn man Lemmings jetzt unbedingt auf dem Gameboy spielen will, kann man das durchaus machen damit. Ja, aber es gibt natürlich Ja. tausend bessere Versionen. Ja. Aber es gibt nur eine bessere Version hierfür und die gibt es für die Switch. Dennoch ist dieser zeitlose Klassiker auch heute noch einwandfrei spielbar. Ja. Allerdings, wenn man die Switch-Version gespielt hat, dann finde ich es schwierig, zur Gameboy-Version zurückzugehen, weil du ständig ins Menü gehen musst, um deine zwei Ja. Buttons mit einem anderen Item zu belegen. Da ist ja in manchen Dungeons ist ja häufig der Wechsel des Items notwendig und das kann schon sehr lästig sein. Und das ist Ja. der für mich größte Vorteil in der Switch-Version. Ach, Boah, bei Leaf Lisa Map Whitman. müssen wir nichts zu sagen, habe ich auch schon eine Quetzi-Folge zugemacht. Also Alter. Link's Awakening, halt wirklich mein All-Time-Favorite für den Gameboy. Ja. Mein Und ich hatte es als Kind nie. runtergespielt. Und die Switch-Version ist natürlich wirklich besser, aber das Ja. Spiel ist so kacke. Das ist irgendwie. Oh, wir machen einen Brawler, aber sie haben es nicht hinbekommen. Dabei ist ja die Super Nintendo-Version von Lethal Weapon, die hatten wir ja letztes Mal in dem Video drin, die war ja gar nicht so scheiße. Ja. Aber das hier sieht wirklich kacke aus. Mega Man. Mega Man 3 schon? Wann ist der Game Boy rausgekommen? 90? Ja, aber die fingen ja nicht mit 1 an. Also wir haben ja zuerst, Mega Man-Serie bin ich auch nicht so ganz firm, mit Dr. Wily's Revenge an Ja, und das ist dann Mega haben Man sie hier die 1. Titel irgendwie rausgehauen ohne Ende. Ja, Mega Man 1 kam relativ früh, das weiß ich noch. Aber ich hab auf. Aber das sind ja auch nicht die Ports der Nee, NES-Version, nee, ne? das Das sind sind ja. zusammengewürfelte. Also die nehmen da aus verschiedenen NES-Teilen dann die Gegner und setzen das dann Ja. quasi so zusammen. Ja, Mylons Secret Castle ist auch so ein Puzzle-Plattformer, den jeder Ja. wahrscheinlich schon mal gesehen hat, aber die wenigsten wirklich tolle Erinnerungen dran haben. Das Ja. gibt mir jetzt nicht wirklich was, der Wenn man sieht, Titel. ich war auch etwas verwirrt, was ich machen soll. Das muss man mit nach oben drücken, wenn du an der Tür stehst. Habe ich versucht. Das ging teilweise zumindest nicht. Da wurde so irgendwie dunkel. Keine Ahnung. Miss Ja, Pac-Man. Also, Pac-Man. ich glaube, Pac-Man ist so ein Spiel, wenn du ein funktionierendes Steuerkreuz hast, ist das egal, welches System. Und ich Ja. glaube, der Gameboy-Port hier von Miss Pac-Man, der ist ganz brauchbar. Also, man kann die Wobei ich Pillen gut jetzt. vom Hintergrund unterscheiden, man sieht, ob die Geister gerade fressbar sind oder nicht. Eben. Pac-Man ist halt ein Spiel, das ist 700 Jahre alt oder so und ist trotzdem auch ein zeitloser Klassiker. Wenn man da Bock drauf hat, dann kann man das, glaube ich, auf Gameboy durchaus spielen. Auf jeden Fall, wobei ich mit Pac-Man irgendwie nie warm wurde. Ich weiß nicht warum, aber auch wirklich nie. Ja. Also hier haben sie viel versucht, aber. Das ist ja die mit Abstand langweiligste Geräuschkulisse, die ich in einem Videospiel je gesehen habe. Allerdings finde ich unten diese Schattenboxer, das ist vom Effekt her ganz okay. Das, also Spritework und die Animationen für Gameboy sind beachtlich, aber es sieht irgendwie unfertig aus, oder? Ja, auch sie haben natürlich auch hier mit der 3D-Perspektive. Naja. Man sieht schon, was sie machen wollten, aber Ja, der Mystic hier. Quest muss man auch nichts zu Genau, sagen. Mystic Quest, ich glaube, was. Mystic Quest finde ich ja verwirrend.
in den USA ist es ja Final Fantasy Mystic Quest. Da haben sie dem Ganzen den Final Fantasy Namen gegeben, obwohl es damit gar nichts zu tun hat. Ja. In Europa ist es nur Mystic Quest. Und es ist der Gameboy-Teil Mystic Quest ist nicht der Vorgänger von Mystic Quest Legend auf dem Super Nintendo, sondern im Prinzip der erste Teil der Secret of Mana-Trilogie. Ja. Das ist alles verwirrend. In Japan heißt es, glaube ich, auch Seiken Densetsu. Das ja, ist müsste es dann Seiken Densetsu irgendwas sein. Seiken Densetsu 2 ist Secret of Mana und Seiken Densetsu 3 ist Trials of Mana inzwischen. Ja. Ist das denn hier Quarterback Training Camp oder was? Ja, ach, keine Ahnung. Aber ich sehe da hinten schon LJN am da hinten. Ja. Oh, hör auf. Er braucht keine Sau hier, oder? Football und nachher umgesetzt. Also mehr muss man dazu nicht sagen. Für Game Boy gibt es irgendein Basketball, ich weiß nicht genau, wie das heißt, irgendein Basketballspiel, da wirfst du quasi nur Freiwürfe. Das ist auch richtig behindert. Was ist das? Ja, das ist auch so eine Art Japan-RPG. Ah, ja, das habe ich schon mal gesehen. Da gibt es, glaube ich, auch eine NES-Variante von. Ist okay. Auf dem NES sogar zwei Player. Gibt's das nicht sogar in der Switch NES Library? Ich meine, das hätten wir sogar mal zusammen gespielt. Bin mir aber gerade nicht ganz sicher. Kann auch jemand anders gewesen sein, mit dem ich das zusammen gespielt habe, aber es geht so. Pierre Le Chef, ja. das finde ich niedlich. Die Grafik finde ich sehr niedlich. Ja, spielt sich sehr arcadig auf jeden Fall. Ja, das ist definitiv so ein alter Spielhallentitel. Das merkt man an der Spielstruktur schon so vor. Ja. So, du hast ein großes Level mit irgendwelchen Plattformen und irgendwelchen Viechern und wahrscheinlich schaffst du das Level, wenn alle Viecher tot sind oder so. Oder du einen Ausgang erreicht hast. Mehr gibt es ja im Prinzip nicht so zu sagen. Gab es komischerweise auch für das Super Nintendo und alle spielen sich gleich. Ja. Aber das finde ich, sieht für den Gameboy echt ganz nett aus. Pinball Dreams habe ich nie gespielt. Also wenn Flipper auf dem Gameboy, dann Revenge of the Gator. Komischerweise, Revenge of the Gator hatten auch gefühlt alle, ne? Ja, das hatte ich auch als Kind. Das liegt, glaube ich, immer noch bei meiner Mom in der Schublade rum. Das war halt cool damals irgendwie. Ja, ich weiß auch nicht warum. Keine Ahnung. Also ich habe selber, ich glaube, zweimal in meinem Leben wirklich an einem Flipper-Automaten gespielt. Aber bei Pinball Revenge of the Gator hatte ich echt Spaß. Ja. Das mag daran gelegen haben, dass ich halt wirklich nur zweimal an einem Flipper-Automaten gespielt habe, weil meine Mama mir da nie irgendwie Kleingeld für geben wollte oder so. Weil immer, wenn wir irgendwie einkaufen waren, oder so, das ist ein Flipper-Automaten. Nein, wir haben jetzt keine Zeit, komm mit. Und dann Pinball Revenge of the Gator für Game Boy. Yay! Und das hier, ich habe keine Ahnung, was das ist. Ja, Populous ist eigentlich eine PC-Spielserie, aber auf dem Game Boy ganz schlecht. Das gibt's ja auch für Super Nintendo, da ist es auch schon eine legendäre Serie von Peter Molyneux noch gewesen. Wo du quasi als Gott ein Dorf aufbaust. Ja, ich habe hier voll das Déjà-vu, weil das hatten wir auch im Super Nintendo-Video drin. Ja. Und die Musik ist ja fürchterlich. Ja, gut, das übersteigen sie natürlich jetzt so teilweise, ne? Weil die haben dann natürlich die Version für den Game Boy und Super Nintendo immer meistens parallel rausgebracht. Ja, Prince of Persia habe ich ja beim letzten Video schon alles dazu gesagt. Werde ich mit der Serie nicht warm. Ich glaube, da ist aber auch der Emulator irgendwie schuld an diesem Geräusch. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie das so veröffentlicht haben. Davon habe ich noch nie gehört. Ich auch nicht. Hat sich ganz okay gespielt. Habe ich auch wieder den Eindruck, dass es irgendwie so von Amiga kommt oder irgendwie sowas. Hat auf jeden Fall hier so eine im Wind flatternde Locke und ein Messer. Ja. Aber ich wusste nicht, dass das stand da eben irgendwas mit Wikinger oder im Titel oder so. Viking irgendwas. Ja. Ich finde, er sieht jetzt nicht aus wie ein Wikinger. Ich habe mich nicht in Erinnerung, dass Wikinger nackt rumlaufen mit einem Messer, sondern eher bis an die Zähne bewaffnet. Aber mit so einer Locke, hallo? Ja, ja. Das ist ja quasi ich. Sozusagen. Ist das Race Draven? Race Draven für einen Gameboy? Das ist ja noch schlimmer. Auf den, Super Nintendo abgerotzt. Das ist ja noch schlimmer als für Super Nintendo. Besser. Ja, gute Idee, das umzusetzen. Mensch, Race Draven war unser Topseller im letzten Jahr. Das bringen wir für Gameboy. Also Leute, wenn, das ausgedacht wenn hat, ihr Entwickler Ahnung. Seid und Race Draven ist euer Topseller, dann überlegt euch doch, ob ihr nicht vielleicht irgendwie, keine Ahnung, ein Textverarbeitungsprogramm rausbringt oder so. Da kommt es nicht so auf Performance an. Raging Fighter, davon habe ich noch nie gehört. Gar nicht so verkehrt. Das sieht auch ganz okay aus. Also für ein Gameboy Fighting Game. Ja. Große Sprites, ganz okay Animationen. Sieht nicht schlecht aus. Musik ist auch in Ordnung. Läuft einigermaßen flüssig. Gut, mit der Tiefe des Kampfsystems kannst du natürlich nicht so viel erwarten. Aber es ist durchaus gar nicht mal so verkehrt. Ja. Das ist tatsächlich ein Spiel, das habe ich noch nie gesehen. Habe ich sogar mal ein Testvideo dazu gemacht schon. Was ist das? Ja, Rampage. Das ist irgendwie so ein Verteidigungsstrategiespiel.
Sind diese komischen Türme da nicht irgendwie was aus Doctor Who? Nee, es sollen Belagerungstürme sein, glaube ich, so alte. Weil du hattest vorhin eine Burg, da musst du so Kanonen platzieren und dann halt verteidigen. So also Tower Defense quasi. Ja, so quasi. Das sieht aber echt langweilig aus. Du halt die Kanonen quasi selber aktiv steuerst. Sieht echt langweilig aus. Ja, war es auch. Wow! Das ist Ren and Stimpy. Der sieht eher aus gut wie... eingefangen, finde ich. Ich finde, der sieht aus wie Mickey Mouse auf Crack. Ja, das ist so verschiedene Rollen spielen die da und okay. Also Grafik fand ich eigentlich ganz okay, gut, das Plattformer Design war aber ja, kann man machen. Also mit Ren und Stimpy verbinde ich ja so eine Hassliebe. Es gab Zeiten, das kam ja früher auf Nickelodeon. Es gab Zeiten, da habe ich das geguckt und fand das unterhaltsam und dann gab es Zeiten, wenn das gelaufen ist, hätte ich mir am liebsten die Augen mit einem rostigen Löffel aus dem Kopf geschält, bevor ich das gucken würde. Das ist so extrem. Das hat sich immer so abgewechselt. Ja, da muss man Bock drauf haben. Also das ist nichts, was man sich einfach so mal angucken kann, finde ich. Ja, das Robin Hood-Spiel hier war ja zum Kinofilm Robin Hood. Ah. Und für eine Filmlizenzversoftung gar nicht so verkehrt. Die haben so eine Art Action-Adventure draus gemacht. Ja. Wie man sieht, etwas mich aber, sehr umständlich zu steuern, aber ja. Boah. Das erinnert mich eher an so PC-Adventures, wo man dann hier diese Big Box oder Goldbox-Dinger von Pool of Radiance und so, wo man dann halt immer aussuchen muss, suche hier und so. Das ist ja gar nicht mein Spielstil. Das hier, finde ich, sieht aber ganz niedlich aus. Ja, war okay. Habe ich aber auch noch nie gehört. Ich auch nicht. Ja, aber man muss irgendwie so einfangen und so töten. Da muss man auch das Steuerkreuz da links und rechts drücken. Das ist irgendwie drollig. Preisfrage. Erinnert dich die Szene eher an Asterix erobert Rom, als Obelix von diesem Karate-Typen da hin und her gefuchtelt wird? Oder denkst du eher an Avengers, als Hulk Loki am Bein bangt und so? Asterix. Old ich auch. Asterix. Ich auch. Super. Ja, das ist ja auch... Textebrei. Wow. Ich finde das ein bisschen... keiner von denen hat Haare. Die sehen aus wie Aliens. Die sehen aus wie Aliens, Alter, mit den weißen Augen und so. Ja, das ist echt scary. Und das sieht ganz nett aus, aber ich glaube, das ist jetzt nicht der beste Plattformer, den man kriegen kann, oder? Es wollte ein Sonic sein, kriegt es aber nicht mal ansatzweise. Speedy Gonzales, andale, andale, arriba, arriba. Hätte so viel Potenzial gehabt, aber... Man sieht, ja, aber irgendwie diese ganzen, sehr floaty. Außer Tiny Toons hat Warner Brothers mit seinen Cartoon-Serien-Lizenzen da irgendwie nicht viel Glück gehabt, ne? Nee, leider nicht. Oh Gott. Also Spider-Man-Spiele werden echt von Teil zu Teil schlechter. Ja. Ich finde das weder optisch ansprechend noch musikalisch. Und das Gameplay ist auch echt kacke. Und vor allem, was hat der für eine komische Körperhaltung, wenn der läuft? So, wie in so einem Comic, dass er sich so von der Speed so nach hinten lehnt quasi. Ja. Das ist scheiße. Ey, es tut mir echt leid, Spider-Man, aber... Hitboxen sind seltsam. Ja, was ist das denn? Ja, Splits, das ist so ein ganz komisches Puzzle-Spiel. Mit Abe Lincoln? Wo man quasi... Es ist ein Schieberätsel auf Drogen quasi. Okay, ja, lassen wir mal sein. Hab ich wenig Bock drauf. Ja. Wenig bis gar keinen. Das ist nicht so. Knobelspiele können ja mal ganz nett sein, aber dann lieber sowas wie Tetris und nicht so ein Scheiß hier. Das hat auch so eine ganz edgy Packung und sowas. Also es wollte mehr sein, als es ist auf jeden Fall. Ey, das ist unser erstes Golfspiel in dem Video. Wir sind quasi schon halb durch. Also, Kein gutes. Wie man sieht. Action pur. Nicht dein bester Schlag, würde ich sagen. Ja, bei jedem Golfspiel musst du am Anfang erstmal herausfinden, die meisten funktionieren ja irgendwie gleich, aber dann doch irgendwie anders, ne? Weil ich muss sagen, ich hatte mal eine Zeit lang mit einem Tiger Woods Golfspiel, ich glaube es war Tiger Woods 2003 für die PlayStation 2, echt viel Spaß, weil da war das Gameplay nämlich echt gut, da hast du einfach mit dem rechten Stick zurück und dann nach vorne und dann hat er geschlagen und das hat wirklich Spaß gemacht, anders als Star Trek The Next Generation. Das hatte ich als Kind und ich hab's durchgespielt, aber eigentlich ist es nicht gut. Aber ich bin halt Star Trek-Fan und war als Kind schon Star Trek-Fan. Und die Musik ist geil und die Figuren sind dabei und die Enterprise ist dabei und Passwort fürs letzte Level ist übrigens Locutus ist das Passwort fürs letzte Level, das weiß ich bis heute. Locutus von Borg.
Starhawk, das sieht irgendwie lahm aus. Also ja, aber das hat mich überrascht. Das ist gar nicht so scheiße, wie es aussieht. Echt? Also ich hätte jetzt ganz okay. Aus dem Stegreif hätte ich gesagt, da gibt es aber definitiv bessere Side-Scrolling-Shooter. Ja, sicher. Aber wenn man einen soliden Shoot'em abspielen will, ist das okay. So ist mein Ersteindruck. Weil letzten Endes, wenn man Side-Scrolling oder Vertical-Shooter mag, dann machst du wahrscheinlich mit den meisten nicht viel falsch. Ja, gut, klar. Star Wars komplett, für was Game falsch machen kannst du damit ja nicht. Nee. Ja, das ich glaube, das ist halt eine Umsetzung von der NES-Version. Da haben sie aber nicht vergessen, Hintergründe einzubauen. Ja gut, du bist halt in der dunklen Höhle, ne? Dafür siehst du wenigstens, wo du hinspringen kannst und wo nicht. Das ist ja nicht in allen Spielen so der Fall. Ja gut, das stimmt lieber besser als alles zugeklatscht. Aber so das Star Wars-Feeling kommt jetzt hier nicht auf. Nicht mehr ansatzweise. Aber... Was ist denn hier? Stinkefinger, super Spiel! Ich mag Super Mario Land 1. Aber 2 ist... Aber sie haben beide Spiele, was? Ich bin mit 2 nie warm geworden. Das war echt mir nicht? Ein... Nee, weil Mario Land 1 war mein erster wirklicher Kontakt mit Super Mario und ich liebe Super Mario Land 1 und Super Mario Land 2 ist komplett anders, spielt sich komplett anders als der erste Teil. Und heute weiß ich natürlich, dass Mario Land 1 eigentlich der Teil ist, der aus der Reihe tanzt. Ja. Aber für mich ist Mario Land 1 halt Mario. Okay, wenn es der erste Berührungspunkt war, klar. Ja. Und ich fand den zweiten... Aber der erste NES-Titel sowieso, also zu dem Spiel sagen wir mal nichts, das ist scheiße. Light Gun hatte ich auch. Auf den Game Boy macht keinen Sinn. Das hatte ich aber auch. Ich fand's auch scheiße. Ja? Ja. Du Armer. Ja. Mein Highlight. Ja. Ja, das finde ich persönlich auch nicht gut. Aber nochmal auf Mario zurückzukommen. Ich habe halt wirklich unfassbar viele nostalgische Erinnerungen an den ersten Teil von Mario Land. Und als ich dann den zweiten gespielt habe, war ich sehr enttäuscht, weil es einfach so anders war. Ich wollte mehr von dem Mario Land, das ich kannte. Ich mochte die Musik vom ersten Mario Land. Ich mochte den Artstyle vom ersten Mario Land. Und hier ist Mario ja viel größer und viel dicker und... Keine Ahnung, und ich irgendwie haben mich die Level nicht so gepackt und ich mochte dieses Ägypten-Flair aus dem ersten Teil. Das war mir einfach cool, ja. Zu abweichend von dem, was ich so geliebt habe an Mario Land 1. Und deswegen habe ich dem Spiel wahrscheinlich auch eigentlich nie eine Chance gegeben, weil es nicht das war, was ich haben wollte. Klar, verständlich, aber hast was verpasst. Ja, ich sag ja nicht, dass der das. Naja, und Tastebin war gut und das ist jetzt so, naja, das so. Ich will auch nicht sagen, dass das gut von mir ist, dass ich Mario Land 2 keine Chance gegeben habe, aber es ist halt so. Ja, Turtles ja, klar, 3, sicher. Dazu kann ich tatsächlich nicht viel sagen, denn Turtles 3 habe ich nie gehabt. Ist Musik ist aber nach wie vor geil. Ist. Ja, das ist im Prinzip ein Metroidvania. Klar, ist aber wesentlich komplexer, finde ich gar nicht so verkehrt. Aber weil man natürlich jetzt eine einfache Beat'em-up-Action haben will, sollte man zu den ersten beiden Teilen greifen. Da streiten sich die Geister, welcher besser ist, aber es sind beide gut. Im Prinzip ist der zweite ein Remake vom ersten mit besserer Grafik, wenn man mal ganz ehrlich ist. Im Prinzip schon, ja. Aber ich finde den ersten geiler. Das Cover vom ersten Turtles ist auch so unfassbar cool. Ja. Und hier ist es ja so, man spielt anfangs ja nur mit Michelangelo und muss die anderen Turtles erstmal retten, bevor man die überhaupt steuern kann. Und dadurch schaltet es ja halt auch die neuen Bereiche frei, weil man dann halt nur mit den entsprechenden Waffen hinzukommt. Das sieht auch echt langweilig aus. Das ist ja wieder so ein komisches Puzzlespiel, keine Ahnung. Das ist im Prinzip doch Dame, oder? Mehr oder weniger. So ein bisschen wie Dame. Ja, so ganz grob vielleicht. Ja, du suchst halt zwei Punkte aus und dann irgendwie so kombinieren mit denselben, dass sie zusammengelegt sind. Ja, ich glaube, wenn man so ein Spiel spielen will, dann kommt man wahrscheinlich an Go oder Othello nicht vorbei. Ja. Tiny Toons! Tiny Toons geht immer. Das ist auch gut umgesetzt, ne? Großes Sprite. Kann man nicht meckern, finde ich. Ja. Allerdings fand ich im ersten Teil besser, wie man die Gegner losgeworden ist. Ja, gut. Hier dieser komische Kick da, den finde ich irgendwie ein bisschen lahm. Ja, aber nichtsdestotrotz, man sieht auch, die Reichweite ist auch nicht gerade die beste. Ja, ja. Nichtsdestotrotz kann man mit dem Spiel hier echt viel Spaß haben. Es ist trotzdem noch sehr, sehr gut. Sprite-Work ist fantastisch, wie bei den ganzen anderen Tiny Toons-Spielen auch. Und das Flair der Show kommt halt gut rüber. Wow. Ein winziger Mann auf einem riesigen Basketballplatz. Ist das das Spiel, wo du gleich den... Du weißt Bescheid. Ich glaube, du machst hier gleich einen Dreier. Ja, ja, genau. Der geht rein. Ich habe mich so kaputt gelacht, als ich das Video das erste Mal gesehen habe. Der geht rein.
Fantastisch, lieber Panda. Drei Punkte. Voll und ganz geplant. Anderen Ende des Basketballcourts. Das habe ich noch nie gesehen. Habe ich auch einen Test zugemacht, ist scheiße. Ja. Viel gewollt, wir wollen einen Plattformer, Maskottchen-Plattformer machen. Ja, ja gut, in den 90ern war's ja niemand, wenn du keinen Maskottchen-Plattformer hattest. Ne? Konntest du dich und ja nicht sehen lassen. Ein Franchise aufbauen und ja. Das ist von der Firma Titus und der Maskottchen heißt Titus the Fox. Verstehe. Ja, Titus kenne ich als Entwickler. Ich könnte jetzt aus dem Stegreif nichts sagen, was die entwickelt haben, aber ist mir ein Begriff. Die haben auch eher so mittelmäßig bis nicht so gut Krams gemacht im Regelfall. Ja. Ich bin ja auch Riesenfan von Tom und Jerry, vor allem von dieser übertriebenen Zeichentrickgewalt. Die hat mir ja viel fürs Leben beigebracht. Nämlich, dass du niemanden anzünden sollst und so ein Scheiß. Aber irgendwie gibt es ja leider kein wirklich gutes Tom und Jerry Spiel. Ne? Nee. Die sind ja alle irgendwie kacke. Ja, das ist auch eher so. Aber guck's dir mal an, was hat das mit Tom und Jerry zu tun? Nix. Das ist so eine nervige Lorenfahrt. Weißt du, was ich als Tom und Jerry Spiel gerne gehabt hätte? Ich hätte gerne Mortal Kombat mit Tom und Jerry gehabt. Wo ist denn der andere Spieler gerade hin gewesen? Das Bärs. Ja, Tennis. Ja, sieht okay aus, aber Tennis ist wahrscheinlich besser. Bei weitem. Aber auch hier, die Soundkulisse ist ja mehr als dürftig. Ja, das ist so diese Spannung des Matches. Nee, ja? Das ist einfach nur langweilig. Ja. Sorry, aber Breaking News. Jedes Videospiel ohne Musik ist langweilig. Das hatte ich. Top das hatte ich als Kind und immer wieder gespielt und irgendwie, ne? Wenn man als Kind hat, hat man es ja auch gespielt. Aber ja gut, du hattest ja sonst nicht viel Auswahl wahrscheinlich. Also eben. Ich hatte nie, ich kann mich nicht erinnern, dass ich irgendwann mal mehr als 7, 8 Spiele gleichzeitig hatte. Weil man hat die ja damals nicht angehäuft, sondern hat irgendwie getauscht, verkauft, sich dafür dann neue geholt und so weiter. Also ich hatte immer nur eine Handvoll Spiele und die sind dann halt auch gezockt worden. Eben. Wobei, für Gameboy vielleicht schon noch mehr als das, aber ich habe die halt auch viel verliehen und so. Ja, Trip World gilt ja auch als einer der. Du kannst da wahrscheinlich mehr zu sagen. Ich habe das selber nie gespielt, sieht ganz niedlich aus. Super Spiel, hat natürlich so ein bisschen was von Kirby ohne die Spielmechaniken. Ja. Ist natürlich eines der wirklich seltenen, teuren Gameboy-Spiele. Also so um 90 bis 100 Euro muss man es fürs lose Modul schon bezahlen, im Regelfall. So, und jetzt gib mir mal eine realistische. Super technisch sehr schön umgesetzt. Jeremy Parrish hat letztens dazu ein Video dazu gemacht. Das lohnt sich mal anzugucken. Weil Besonderheit ist es, du kannst das komplett pazifistisch fast spielen, das Spiel. Aber jetzt sag mir doch mal ernsthaft: Lohnt sich das 100 Euro für das Spiel auszugeben? Lohnt sich für irgendein Gameboy-Spiel? Nur für das Euro? Spiel nicht. Nein, da hau dir die rum. Also, aber das ist natürlich bei unserem Hobby immer so, ne? Ja, das Spiel, man sieht's. Nee. Genauso kacke wie der Film. Pi mal Daumen. Eigentlich müsste ich ja jetzt komplett ausrasten, aber Superstars 1 den Vorgänger und den. Der erste ist so viel besser als das hier. Weil außer treten, und guck mal, der Undertaker, wenn er einfach nur steht, sieht er aus, als hätte er einen Helm an, weil das schwarze Sprites gehen hier und dann einfach hier so runter. Er sieht aus, als hätte er einen Boba Fett-Helm an. Stimmt, das fällt mir jetzt das auf. Ja, auch hier keine Musik während des Kampfes, außer treten und schlagen ist da nicht viel. Ja. Und dieser komische, halb verunglückte Bodyslam, es gibt keine Finishing Moves. Der erste Teil ist so viel besser. Ich hab's aber trotzdem gerne gespielt, irgendwie. Ich hab's auch gespielt, weil ich es dann halt neu hatte, aber rückwirkend betrachtet habe ich mit dem ersten viel, viel mehr Spaß gehabt. Das sieht ganz niedlich aus. Ich auch. Der erste ist auch noch von Rare erschienen, ne? Das weiß ich nicht mehr. Ja. Das sieht ganz niedlich aus, aber das ist auch so diese Marke Plattformer. Wir geben dir jetzt mal eine ganz schnelle Figur und gucken mal, wie weit du kommst, bis du gegen irgendeine Wand rennst. Und eher so nachher umgesetzt. Yoshi's macht Cookie. Spaß. Mag meine Frau sehr, sehr gerne. Ich selber habe das nie gehabt, habe das noch nie gespielt. Ja. Und hier ganz ehrlich, Puzzle-Plattformer oder Puzzle-Spiele, gib mir Tetris, gib mir Puyo Puyo oder Dr. Mario und lass mich mit dem Rest in Ruhe. Das ist auch nicht verkehrt, weil du das halt so intern immer so ein bisschen hin und her schiebst. Ja, Zen, das hast du auch mal im Ninja Video ist auch gespielt, gar nicht so ne? verkehrt. Das sieht irgendwie gerade nicht so geil aus, aber ist besser, als es aussieht. Ja. Habe ich auch schon mal gehört, dass das ganz gut sein soll. Vor allem, er soll wohl relativ viele Angriffsvarianten im Laufe des Spiels noch dazu kriegen. Ja. Also, dass er dann irgendwann richtig coole Moves hat teilweise. Habe ich aber selber auch noch nie gespielt, wirklich. Das heißt aber, das Video ist ja fast am Ende, wenn wir schon bei Z angekommen sind, ne? Ja, sicher.
Azul, da hast du auch vor gar nicht so langer Zeit für Super Nintendo ein Video gehabt, ne? Ja, ist halt, ich hab's besser in Erinnerung. Also ich hab's auf dem PC damals hoch und runter gespielt, aber ja, auch wieder so typischer, oh, wir haben ein Maskottchen, wir müssen auf jedem System einen Plattformer dazu erscheinen lassen. Ja, und das war ja noch gesponsert irgendwie von Chupa Chups oder so, ne? Mit den ganzen Lutschern da. Wobei Chupa Chups kommen, glaube ich, hier auf dem Gameboy gar nicht so gut durch. Nee, wenn man's weiß, dann erkennt man halt die Lutscher, aber naja. Zumindest im ersten Level, das ist ja alles Süßigkeiten basiert. Das war schon. Ja, also ich muss jetzt sagen, da waren jetzt so viele Kracher in dem Jahr nicht mehr dabei, ne? Also Mario Land, Zelda, sehr, sehr gute, ne? Ja, schon. Zelda, Mario Land 2, nüchtern betrachtet, ist wahrscheinlich ein gutes Spiel. Turtles 3 wird jetzt auch nicht das Allerschlechteste gewesen sein. Aber so insgesamt gab es sicher stärkere Jahre für den Game Boy. War auf jeden Fall eher Masse als Klasse. Ein paar gute waren natürlich dabei, aber die Masse hat natürlich Hast du einen Vorrang Überblick, gehabt, wie viele Spiele das waren? Wir können ja mal kurz, 45 Minuten geht das Video circa, du hast 30 Sekunden pro Spiel. Genau, plus Intro. Heißt so 70? Ja, warte, ich habe sogar die Liste hier noch, theoretisch. Ich mach's mal nebenbei auf. Es sind 77 gewesen, also gut geschätzt. Gar nicht so schlecht gelegen. Ja. Ja, aber von den 77 Spielen waren jetzt vielleicht 5, 6 dabei, wo ich sagen würde, ja, die sollte man gespielt haben. Und eben. Der Rest ist eher so unter ferner Liefen einzuordnen irgendwie, ne? Eben, leider ja. Also das Super Nintendo Jahr 1993 war doch dann deutlich stärker als das. Wesentlich besser, genau. Ja. Aber schlecht war es auch nicht. Wie gesagt, ein paar große, strahlende Titel waren ja dabei, immerhin. Ja. Also für mich auf jeden Fall das Highlight in dem Jahr ganz klar Zelda gewesen. Mhm. Wenn das 93 rausgekommen ist, ist das Must-Have von 1993 gewesen. Tiny Toons war noch nicht schlecht, das Turtles-Spiel war noch nicht schlecht. Und ja, ansonsten, die Sportspiele lasse ich jetzt einfach mal außen vor, das ist alles Grütze. Genau wie die Flugzeugspiele da, hier Top Gun und Space, war das andere F-14, Tomcat oder so. Alles Bullshit. Igel oder sowas, alles Bullshit. Aber wenig Konami irgendwie. Also außer Tiny Toons habe ich jetzt hier wenig von Konami gesehen und nichts von Capcom, glaube ich. Doch Mega Man 3. Darkwing Duck war doch dabei. Ah ja, stimmt. Darkwing Duck und Mega Man 3, stimmt. Stimmt. Also die waren schon, auch, aber waren nicht auch ganz gut. So viel. Aber hey, zwei Titel im Jahr, stell dir was vor, eine große Firma würde das heutzutage so machen. Vor allem, man hat ja irgendwie so das Gefühl, dass gerade Konami und Capcom irgendwie die 16-Bit-Ära und den Game Boy maßgeblich mitgeprägt haben, weil die halt, wo Capcom oder Konami drauf stand, da wusstest du, das kannst du kaufen und da hast du Spaß mit. Und die haben also gefühlt auch jede Menge Spiele rausgebracht, aber wahrscheinlich so über den Lebenszyklus von der Konsole sind es vielleicht 10, 15 gewesen oder so, halt aufgeteilt auf ein paar Jahre. Naja gut, kannst halt auch nicht als Company jedes Jahr irgendwie 4 Spiele, 5 Spiele rauspumpen, dann leidet die Qualität wahrscheinlich auch. Aber ja, Konami und Capcom, ey, die waren echt, die konntest du damals, wenn da drauf stand, dann war da Qualität drin, Leute. Wollte gerade, konntest du sofort kaufen auf jeden Fall. Auf jeden Fall, ja. Gut, in dem Sinne, Panga, es war mir wie immer eine große Freude, mit dir diesen Jahresrückblick hier zu kommentieren. Ich glaube, ein paar Jahre gibt es ja noch, bevor die beiden Konsolen ihr Ende gefunden haben. Das heißt, wir werden noch ein paar Retro-Panda und Retro-Joe kommentieren Videos für euch produzieren, wenn die Zeit denn reif ist. Ansonsten guckt euch das hier nochmal an, guckt euch das vom Super Nintendo von 93 an und das mit den Werbespots, das wir für euch wahrscheinlich inzwischen längst schon rausgebracht haben. Wenn nicht, dann demnächst hier auf dem Videospielplatz. Bis dann, gehabt euch wohl. Bye, bye. Macht's gut, tschö.